Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir wieder mal was ganz Leckeres. Und zwar hat sich jemand Kartoffelgratin gewünscht. Ich weiß leider nicht mehr, wie derjenige hieß. Bitte verzeiht mir. Sonst hätte ich natürlich den Namen unseres Zuschauers hier an unsere heilige Rezeptewand geschrieben. Wenn du die siehst, schreib ruhig in die Kommentare, dass du es warst, dann weiß ich es wieder. Wir machen Kartoffelgratin. Ich habe schon Kartoffeln vorbereitet. Man schneidet die Kartoffeln in feine Scheiben. Wenn die Kartoffeln größer sind, sieht das Ganze schöner aus. Wir brauchen Kartoffeln, so viel wie ihr habt, das ist ganz egal. Bei diesem Rezept kommt es nicht so sehr auf die genauen Mengenangaben an. Ich fette die Form mit Butter ein. Wenn ihr dieses Rezept vegan machen möchtet, nehmt ihr keine Butter, sondern ein Pflanzenfett. Das machen wir, damit die Kartoffeln nachher nicht an der Auflaufform kleben bleiben. Jetzt nehmen wir die vorbereiteten, fein geschnittenen Kartoffeln und geben sie in die Form. Ihr könntet das Ganze jetzt auch schön hier drapieren. Das mache ich nicht, weil es heute bei mir schnell gehen soll. Man kann das so schön schichten, wisst ihr, so aufreihen und so. Wenn ihr Zeit habt, macht das ruhig, das sieht schön aus. Aber ich verspreche euch, so wie es jetzt hier ist, schmeckt es mindestens genauso gut. Wir nehmen etwas Muskat als Gewürz. Wer das nicht mag, kann es weglassen, das ist gar kein Problem. Auch nicht zu viel, das schmeckt sonst zu stark durch. Wer Muskat nicht mag, kann auch ein mediterranes Kartoffelgratin machen, beispielsweise mit Rosmarin würzen, das schmeckt auch super. So, etwas Muskat, das vermenge ich jetzt ein bisschen. So, schön verteilen, Salz kommt auch dazu und Pfeffer. Gebt das bewusst direkt auf die Kartoffeln und nicht erst in die Soße, damit es schon schön auf den Kartoffelscheiben haften kann. Mehr gehört auch nicht dazu. Jetzt kommt hier die Sahne drüber. Ich nehme heute die Soja Cuisine Sahne. Das ist also auch vegan. Wer das machen möchte vegan, nimmt das hier. Ansonsten nehmt einfach normale Sahne. Das schmeckt auch sehr gut. So. Also dies ist jetzt, wäre die vegane Option. Ich esse es heute nicht vegan, deswegen gebe ich noch etwas Käse darüber. Ich möchte nur zusehen, dass die Kartoffeln alle schön etwas von dieser flüssigen Sojasahne abbekommen. So. Das wird nachher stocken und zu einem Gratin werden. Ich nehme Emmentaler Käse. Das ist jetzt an dieser Stelle leider nicht mehr vegan. Aber liebe Veganer, ihr wisst euch sicher hier an dieser Stelle zu helfen. Entweder ihr verzichtet auf den Käse oder gebt etwas Gemüse darüber, das schmeckt auch sehr gut. Oder nehmt noch ein paar Zwiebeln dazu. Das hier ist wirklich nur die Basisversion und das Gratin kann man nach Belieben abwandeln. Ihr habt euch ja auch Käserezepte gewünscht. Dies ist also eins von unseren Käserezepten für euch. Und ihr werdet sehen, dieses Kartoffelgratin, das geht wirklich ganz schnell und schmeckt nachher sehr, sehr lecker. Es ist schon fertig. Der Ofen ist vorgeheizt auf 200 Grad. Die Kartoffeln sind roh und deswegen muss es 50 bis 60 Minuten in den Ofen. Das duftet schon wunderbar. Ich habe den Ofen zwischendurch schon runtergestellt. Und sieht es nicht wunderbar aus? Kartoffelgratin duftet herrlich. Jetzt schauen wir mal, wie es richtig aussieht, wenn man es auf den Teller tut. Und wenn ihr noch mehr Kartoffelvideos sehen möchtet, schaut euch doch zum Beispiel unser Kartoffelsalat-Video an. Das werde ich unten in der Infobox verlinken. Das ist auch was für Kartoffelfans. Das ist unser Kartoffelgratin. Ich wünsche euch guten Appetit. Gebt uns Thumbs up und vergesst nicht, einfach kochen zu abonnieren, wenn ihr das erste Mal unseren Kanal schaut. Bei uns gibt es jede Woche leckere Rezepte zum Kochen und Backen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!